Oliver und Amira Pocher, sie wollte nicht mit ihm zur Gala fahren. Bei der Ein Herz für Kinderspenden-Gala trafen Oliver und Amira Pocher erstmals seit ihrer Trennung öffentlich aufeinander. Obwohl sie denselben Anfahrtsweg hatten, wollte Amira aber nicht zusammenfahren. Oliver und Amira Pocher, Stichelei bei Spendengala. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit ihrer Trennung. Das Erscheinen von Oliver, 45, und Amira Pocher, 31, bei der Ein Herz für Kinderspendengala am 9. Dezember wurde mit großer Spannung erwartet. Auf dem roten Teppich und auch im Nachgang konnten sich beide einige Kommentare gegenüber des jeweiligen Ex-Partners nicht verkneifen. Die Moderatorin erklärte, Olli würde Lügen über sie erzählen, weshalb unter diesen Umständen kein gemeinsames Weihnachtsfest mit den Kindern möglich sei. Er wiederum konterte, dass die Wahrheit eben wehtun würde und dass Amiras Verhalten albern sei. Kein Wunder also, dass beide den Auftritt im Nachgang jeweils in ihren, nun getrennten, Podcasts aufgriffen. Während der Comedian sich in seinem Podcast teilweise für sein Verhalten bei der Gala Amira gegenüber entschuldigte, verriet diese nun in ihrem Podcast, dass die Sticheleien schon viel früher begonnen hätten, nämlich beim Anfahrtsweg. Warum soll ich mich mit dir ins Auto setzen? Im Podcast Liebesleben mit ihrem Bruder Hima, 33, plauderte Amira nun aus, dass ihr Ex ihr angeboten habe, gemeinsam nach Berlin zu fahren. Immerhin wohnen beide in Köln, haben somit denselben Anfahrtsweg. Fahren wir doch zusammen, dann sparen wir Sprit. Ein Angebot, das die 31-Jährige nicht angenommen hat. Stattdessen habe sie gefragt, warum soll ich mich mit dir ins Auto setzen? Olli und Amira reisten also getrennt an, doch auf dem roten Teppich kam es dann doch zum Wiedersehen. Die Moderatorin habe jedoch keine Lust gehabt, die Veranstaltung wie so viele Termine in den vergangenen Wochen abzusagen, nur weil ihr Ex auch dort war. Es geht um die Kinder und warum soll ich da nicht hingehen, nur weil andere Menschen da auch hingehen? Nur die Fahrt, die war für Amira dann doch, noch, zu viel. Die Trennung von Oliver Pocher und Amira sorgte in den vergangenen Wochen für jede Menge Schlagzeilen. Kaum ein Tag verging, an dem der Comedian nicht mit einem kleinen Seitenhieb gegen seine Ex um die Ecke kam. Denn von einer harmonischen Trennung war schnell keine Rede mehr. Nachdem Gerüchte um Amira und Bianca Tilatu aufgekommen waren, war selbst die Zusammenarbeit zwischen den Ex-Partnern vorbei. Jetzt kam es zum großen Showdown zwischen Bion und Oli vor einer Show des Motivationscoaches in Euskirchen. Oliver Pocher will Amira Bion Thema abhaken. Zu dem Veranstaltungsort war Pocher verkleidet als Dalai Lama erschienen und wurde von SicherheitsmitarbeiterInnen in den Backstage-Bereich gebracht. Dort trafen die beiden tatsächlich aufeinander. Dass nach dem Gespräch nun Ruhe und Frieden einkehrt, ist allerdings unwahrscheinlich, auch wenn Pocher auf einer Spendengala zur Förderung von Inklusion nun klarstellte, von meiner Seite ist die Geschichte jetzt wirklich am Zenit angekommen. Ein enger Vertrauter des Comedians ist davon allerdings weniger überzeugt. Moderator Mola Adebisi war live dabei, als Pocher aka Dalai Lama Bions Show in Euskirchen unsicher machte. Er schilderte RTL die Situation vor Ort aus seiner Sicht, der Dalai Lama hat sehr viele Fans unter den Bion-Fans. Die haben ihn dann gefeiert und Fotos mit ihm gemacht. Mola Adebisi glaubt nicht an Frieden. Soweit, so gut. Über das persönliche Gespräch von Olli und Bion will er allerdings nicht allzu viel durchblicken lassen. Dass zwischen den beiden nun Frieden einkehrt, glaubt er aber nicht, wie er klar machte, vielleicht werden sie irgendwann Frieden schließen, aber so schnell nicht. Aber sie haben gesprochen miteinander und Standpunkte klar gemacht. Über Inhalte des Vier-Augen-Gesprächs wird Oliver Pocher in Kürze sicher selbst noch einiges zu sagen haben. Das zumindest kündigte er bereits an. Danach will er mit der Bion-Amira-Thematik allerdings abschließen, so zumindest sein aktueller Plan. Dass er sich an diesen Vorsatz hält, glauben wohl die wenigsten. Vor allem, weil Pocher nach wie vor überzeugt ist, nichts verkehrt gemacht zu haben. Frage von RTL-Reporter bringt Pocher aus der Fassung. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich bin nicht fremdgegangen, ich habe keine andere Frau, während meiner Zeit in irgendeiner Art und Weise angegraben, obwohl ich ein Kind zu Hause habe und eine Freundin, und da müssen andere sich diese Frage stellen.
Ich bin mit mir komplett im Reinen, erklärte RTL bissig, als er auf dem roten Teppich seine Jahresbilanz angesprochen wird. Eine andere Frage des Reporters brachte den Comedian allerdings noch viel mehr aus der Fassung. Der wollte nämlich wissen, ob er Amira zurückhaben wolle. Das ist doch jetzt die komplett falsche Frage, ereiferte er sich. In der aktuellen Phase seien sie getrennt und da würde es auch keine Änderungen dran geben.